So, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist mal das Fahrrad mal nach so einer Tour wie nach Köln. Also an dem Abend habe ich es natürlich nicht mehr geschafft, das sauber zu machen. Und das sieht natürlich ziemlich mitgenommen aus. Normalerweise am besten am gleichen Abend nochmal alles runter spülen. Jetzt ist es natürlich schon arg eingetrocknet. Aber auch das lässt sich alles beheben. Ja. Die meisten fragen ja, wie man so ein E-Bike wäscht. Hochdruckreiniger, Niederdruckreiniger, normalen Gartenschlauch. Ja, also ich nehme unseren ganz normalen Gartenschlauch, den stelle ich mir dann auf fein, spüle das erstmal ein und dann wird das wohl gut sein. Ja. Was ich dafür benutze, habe ich auch seit kurzem erst, also wenn ich das Fahrrad habe, hier so ein Fahrradreiniger. Hier diesen Kettenreiniger, dann wusste ich nicht welchen, deswegen habe ich eigentlich zwei. Ich habe den Kettenreiniger, dann zeige ich mal, wie der funktioniert. Einmal hier Kettenöl, da ist so ein schöner Pinsel da dran, kann man schon einreiben. Und einmal nochmal so ein Antriebsreiniger, ja, der hat auch mit so einem Pinselchen dran. Die benutze ich, aber auch noch keine lange Erfahrung mit. Hier biologisch abbaubar. Ja, ich möchte den Garten ja auch nicht. Ich möchte schon, dass der Garten ein bisschen wächst hier. Deswegen achte ich drauf. Ja, hier hängen wir das gute Teil gleich mal ein. Wird auch noch spaßig. Ja, sobald das geschehen ist, zeige ich euch, wie es weitergeht. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ding hier mal hier hochkriegen, vernünftig. Damit mal eben dann vernünftig mal eben den Sattel hier hochschrauben. Weil jedes Mal ist auch blöd, ne? Aber ich glaube, nur fürs Waschen würde ich es nicht tun, aber so fürs Reinigen, für die Kette, macht das glaube ich schon Sinn. Aber dann seht ihr auch, mit einer Hand mal eben hier das ganze Ding hier festmachen. Ist natürlich auch schon wie so mal eben gemacht. Da wird man schon Probleme kriegen. Jetzt mal austarieren. Na, schauen wir mal, wie das hier funktionieren soll. Ja, mehr schlecht als recht, ne? Würde ich sagen, mehr schlecht als recht. Aber eine andere Wahl hat man hier nicht bei dem Bike. Ja gut, schön ist es nicht, ne? Weil das Hinterrad hat natürlich in der Luft. Ist ja auch gut so. Gut, kann man drehen, kann man alles schon einfetten gleich, die Kette und so. Aber das Vorderrad steht auf dem Boden. Das Gewicht fällt nach vorne. Ist auch ganz klar. Ist ja auch nicht mittig austariert. Ja, aber anders hat man erstmal keine Wahl. So. Den Dreck haben wir genug. Die Kette ist auch ziemlich trocken. Jo. Da wollen wir erstmal wieder ein bisschen
in die Spur bringen, das ganze Ding hier. Ja, wollen wir mal loslegen hier. Warte mal, so grob. Das Grobe schon mal ab hier. Bisschen den Druck hier weggerät. Okay. Also hier hinten kann man ruhig ein bisschen härter dran gehen mit dem Strahl. Aber dann ja, da eine Menge Grazie abgekriegt, das ganze Ding hier. Ein bisschen was von Köln mitgenommen. Und da, wenn ich auf den Motor zugehe, dann mache ich ihn ganz weich. Machen wir den weicher ein bisschen. Dass schon ein bisschen nass ist. Das Gröbste schon mal abschmiert hier. Da passiert sowieso nichts über die Akkus. Da passieren. Ganz drin, da passiert ja auch nichts. Hier kann man wieder ein bisschen die Reifen, ein bisschen mehr Strahl. Da ist ja nichts hinter. Da kann man ein bisschen mehr machen. Ein bisschen weicher das ganze Ding einstellen. Ja, kommt schon der Mucke runter da. Dann spülen wir das ganze Ding einmal ein. Also wie gesagt, das Ding, was hier was taugt, kann ich sagen ja oder nein. Ich jetzt mal testen. Wie gesagt, schauen wir mal. Learning by doing. Auf dem Sattel natürlich nicht, ne? Ist ja ein Ledersattel, der kann das Wasser eh nicht so gut haben. Also man sollte ihn entweder abdecken oder halt am besten nichts drauf an Wasser. Ja, lassen wir das ganze Ding mal ein bisschen einwirken. Gehe ich danach ein bisschen drüber hier, überall. Ein ganz normales Tuch hier, also nichts Weltbewegendes, was gerade zur Hand ist. Ich sage mir auch nicht so, immer der ordentlichste, der alles picobello sauber macht. Klar, wenn es dreckig ist. Aber nicht jetzt in jeder Ritze. So ein langer Aufenthalt. Mit dem Putzen. Wer will das schon, ne?
haben, glaube ich, nicht viele Lust zu, sich lange mit Putzen hier aufzuhalten. Oh, hier ist aber auch eine Menge Dreck drin. Ja, muss man mal gucken. Gleich mal klar spülen. Und gut ist. Ja. Guckt euch mal an. Dann zeige ich euch mal. Das ist natürlich, was hier sich gesammelt hat. Das muss natürlich raus. Alles klar. So, dann einmal klar spülen hier. Wie gesagt, die Dinger hier rausspülen, die ich euch gerade gezeigt habe. Muss mal gucken, wie ich die hier rauspuckliere. Oh, dann hat er richtig fest. Okay, so mit den Fingern hier raus. Heimchen für Heimchen. Ja, natürlich. Riesenkäse hier. Ja, muss ich gleich einen Schraubenzieher holen. So wird das nichts. So wird das nichts. Ja, einen Antrieb müssen wir da sowieso sauber machen. Und nochmal ölen. Für das Ölen zeige ich euch mal was. Also, die haben mir gesagt, beim Kauf des Rades, habe ich früher auch nie gemacht, haben die mir gesagt, alle 200 Kilometer Kette schmieren. Also ich habe bei meinen ganzen Rädern nie 200 Kilometer Kette schmieren gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich schon sowas machen muss, alle 200 Kilometer die Kette zu schmieren, dann brauche ich auch irgendeinen Teil, der es mir einfach macht, so eine Kette zu schmieren. Und für was ich mich da entschieden habe, das zeige ich euch gleich. Ja. So. So, das ganze Ding jetzt ein bisschen trocken machen. Und dann Wasser schon mitten sauber machen hier mit Großen und Ganzen. Klar, geht's noch besser. Manche polieren das noch. Aber ich habe noch gar meine Räder poliert. Und das wird dabei auch so bleiben. Also sauber machen ist klar, muss man. Man will ja lange Spaß dran haben. Keine Frage. Aber hier ist mich da ewig drauf daran aufhalten. Komplett. Wer macht das schon gerne, ne? Ich auch nicht. Ich auch nicht. So, ich trockne das mal alles hier ab. Dann zeige ich euch mal, was ich mir für die Kette da ausgedacht habe oder was es da gibt. Was mir auf jeden Fall im Moment das Leben einfacher macht. Vielleicht gibt es ja auch noch was Einfacheres und ihr macht es ganz anders. Könnt ihr mir gerne schreiben in die Kommentare. Vielleicht kann ich auch noch was verbessern. Wie gesagt, ich lerne ja auch von anderen. Ne, man lernt Tag für Tag neue Sachen. Und die Produkte, die ich euch hier vorgestellt habe oder gezeigt habe, das sind auch keine Affiliate-Links oder so. Auch nicht gesponsert. Ja, wie gesagt, zweites Video oder ein drittes. Ich weiß nicht, wann das erscheint. Ja, nach Köln auf jeden Fall. Also wird das schon mal drittes sein. Da ist ja, wie gesagt, alles selber mir organisiert. Ja, dann mache ich mal zu Ende weiter und dann zeige ich euch gleich den Rest. Es war einigermaßen sauber, also mir reicht das so. Der Antrieb ist sauber. Ja, gleich noch ölen. Ja, die Pedalen kommen gleich noch ein bisschen besser. Aber sonst das Gröbste, der ganze Dreck, der sich angesammelt hat, ist alles weg. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an diesem Rad, ist die Tatsache, dass, ihr seht schon, ich habe das Akkufach mal aufgemacht, um euch das zu zeigen, wenn man das Fahrrad transportieren möchte, zum Beispiel auf dem Fahrradträger am Auto, sollte man ja die E-Bikes, also nicht die E-Bikes, den Akku entfernen.
So, das Problem ist nur bei denen jetzt hier, wenn ich jetzt hier den Akku entferne, ja, dann sind die Dinger erstmal blank hier. So, wenn ich das beim Regen transportiere, dann weiß ich nicht, ob das so prima ist. Dann muss ich noch mal bei uns mal im Fahrradladen mal nachfragen. Ich habe schon gegoogelt, da gibt es so Abdeckklappen, aber die kosten ja auch wieder 50 Euro. Ich weiß, die alten Riesenmüller, die hatten wohl die Klappe, die war montiert zum Umklappen. Also die machte man dann von hier nach da so auf und dann entfernte man den Akku. Aber den, ja, das Ding ist fest. Das ist hier fest verbaut. Ja, mal gucken. Also entweder transportiere ich die Dinger das E-Bike mit den Akkus drin, wenn es regnet. Weil eine andere Alternative gibt es ja nicht. Also klar, an die man bezahlen muss. Wieder. Ja, jetzt kommen wir mal zum spannenden Thema Kettenreinigen. Ja, ich habe mir so ein Ding besorgt. Weil ich dachte ja, oh hier mit dem Pinsel oben, super, kommst ja hier super in die Rillen rein, überall, ne? Ist ja nicht verkehrt, aber natürlich auch mühsam. Und dann habe ich mir was anderes besorgt, und zwar habe ich mir dieses lustige Teil besorgt. Ja, so ein Kettenreiniger, das ganze Ding macht man hier oben auf. Nimmt man diese Flüssigkeit hier, was ich am Anfang gezeigt habe, schüttelt man ein bisschen rein wie zum Strich. Ungefähr so. So, dann packt man sich das ganz lustige Ding hier an die Kette. Das ganze Ding hier zu. Und zack. So. Und dann. Kann so funktionieren. Einfach nur drehen. Und den Antrieb reinigen. Ich mache das mal so ein paar Mal. So. Fährt sich dann gut. Ja, kam einiges runter. So. Und dann hacke ich nochmal mit dem Lappen drüber. Das Überflüssige alles nochmal schön sauber machen. Fertig jetzt. Soweit. Dann geht's mit diesem Kettenöl hier weiter. Mit so einem kleinen Pinselchen hier dran. Und dann kann man das Öl schön in die Kette einmassieren. Natürlich die Kappe vorher abnehmen. War auch ganz gut. Und tut sich nichts. Schön auf der Hand mit dem Pinsel.
Wollen wir nicht mehr ducken jetzt hier. Das Schöne ist, dass man nur da sprüht, wo es hingehört, das Öl. Und nicht da irgendwie sich alles einsaut. Ja. Wie die Bremsscheiben oder Bremsbeläge oder wie auch immer. Das ist immer ganz übel. Hier kannst du das endlich punktuell schön nur dahin, wo es auch hingehört. Da seht ihr wieder, der Arm ist zu kurz. Mal durchschalten hier. Und alles, was jetzt überschüssig ist, das wusste ich vorher auch nicht, wird einfach hier einfach wieder hier abgezogen. Ah, Kette gut geschmiert. Kann ja wieder losgehen. Diese nächsten tun nichts mehr im Wege. Und bis nächste Mal. Auf der Tour. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da. Das Abo ist kostenlos für euch. Und es würde mich freuen. Bis bald.